ich werde inzwischen ganz oft von Leuten darum gebeten, dass ich bei diesen Filmen auch mal die größeren Kinder berücksichtigen soll. Und das möchte ich heute zum ersten Mal tun. Allerdings möchte ich auch darauf hinweisen, dass dieser Katalog von Leanders Lieblingen für die Jugendlichen, das heißt hier die schönsten Jugendbücher ausgewählt, noch lieferbar ist. Das heißt, über alle Buchhandlungen kann man diesen Katalog eigentlich noch beziehen. Und darin habe ich alle die Bücher vorgestellt, die unter diesem Bild versammelt, das letztlich bewirken sollen, nämlich dass Kinder ihren eigenen Weg gehen müssen ins Licht, in den Mondschein. Das heißt, in dieses vage Licht, wo wir immer noch nicht genau wissen, wo es eigentlich hinführt. Aber jedenfalls, dass sie in der Lage sind, ihren Weg selbstständig zu gehen. Und dieses Buch habe ich jetzt dafür ausgewählt, als erstes Buch für die großen Leser, die dann selber gerne lesen. Es ist von einer Autorin, sie heißt Mary Rose Wood, also schon klar, es ist ein englisches Buch. Die Engländer haben ja mit die wunderbarsten Kinderbücher der Welt geschrieben. Das Geheimnis von Ashton Place. Das ist ein Buch, von dem es inzwischen mehrere Bände gibt. Das ist auch sehr schön, weil es wirklich zum Fressen wunderbar geschrieben ist. Man liest die ersten Zeilen und ist sofort vollkommen drin in dieser Welt, in einem englischen Schloss, in dem eine kleine junge Gouvernante namens Penelope dafür zuständig ist, 3 Kinder zu erziehen, die sowas von wild und unmenschlich eigentlich erstmal erscheinen, weil sie nämlich im Wald gefundene sogenannte Wolfskinder sind. Das heißt, sie können nicht sprechen, sie grunzen, sie blöken, sie bellen, sie fressen alles, was ihnen über den Weg kommt. Zum Beispiel diese kleinen Eichhörnchen, das ist ihre Lieblingsspeise. Und genau das ist natürlich jetzt die Aufgabe von Penelope, sie zu anständigen Menschen zu erziehen. Anständig ist übrigens ein komischer Begriff inzwischen. Aber das meint hier tatsächlich ganz konkret, dass sie ihre adelige Heimat, die sie inzwischen gefunden haben, denn sie sind adoptiert worden von den Herrschaften dieses Schlosses und sie sollen nun zu richtig braven, angepassten Menschen werden. Das ahnt man schon. Das werden sie sicherlich nicht. Angepasst und brav werden sie nicht, aber sie werden kluge, feine, sehr, sehr nette und wunderbare Kinder. Und Penelope ist die absolute Heldin, die sie immer wieder aus allen Gefahren, die so, zum Teil sogar lebensgefährlichen Gefahren, rettet. Ja, wie sich das gehört für einen richtig schönen englischen Kinderroman. Ich werde dann auch immer gefragt, für welches Alter ist es eigentlich, solche Bücher? Das ist ganz schwer zu sagen. Ich zeige mal innen, wie das gedruckt ist. Das sind also schon richtig sogenannte schwarze Seiten. Das heißt, da gibt es keine Illustrationen mehr. Die Kinder müssen wirkliche Leser sein, wenn sie dieses Buch in die Finger kriegen. Aber dann verspreche ich, egal ob sie 9 oder 11 oder 12 sind, werden Sie dieses Buch und auch seine Fortsetzungsbände über alles lieben.